Der Alex ist oft gesessen, jetzt, er hat sich stundenlang jetzt mit Bausteinen beschäftigen können, hat aus Bauklötzen, aus Holz, hat er jetzt Brücken gebaut, hat Bahnhöfe gestaltet. Das ist ihm eigentlich in die Wiege gelegt worden, irgendwas mit Schiene und mit Bahnen zu machen, sage ich jetzt einmal. Das ist von seinen Großvätern schon her. Die Großväter waren schon bei den Wiener Linien. Der erste Tag, ich wusste nicht, was ich lerne. Das habe ich so in der ersten Woche halbwegs mitbekommen. Ja, er war wahnsinnig aufgeregt. Ich glaube, du hast das eine oder andere Leiberl probiert, was du anziehen sollst. Und ich glaube, er war einer der Ersten, der dann am vereinbarten Treffpunkt war. Ich wusste, das sind jetzt andere Regeln. Das ist jetzt die Welt der Arbeit, nicht mehr die Welt der Schule. Zeit zum Erwachsenwerden quasi. Und ja, so war so ziemlich der Anfang. Unwissend, aber mit Motivation und Elan. Um Rat fragen tue ich sie auf jeden Fall, wenn sie etwas gibt, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Und ja, Ratschläge annehmen, wenn es mir passt, dann gerne. Er ist eher braver, ja. Wirklich. Er ist wirklich ein ganzer Braver. Das manchmal ein bisschen goschert, aber ja. Von dir das gelernt. Liegt in unserer Familie, glaube ich. Der Alex ist zuständig für die Elektro- und Energietechnischen Bereiche der diversen Fahrzeuge. Und dann natürlich auch noch die Lehrlingsausbildung. Na, ich habe schon in der Lehre gemerkt, es reizt mich sehr, im Bereich Ausbildung tätig zu sein. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihm diese Geduld einfach nie zugetraut. Ich bin wirklich sehr stolz, dass er das durchgezogen hat, sich diesen Traum zu erfüllen. Also da war er total begeistert. Hätte ich nie gedacht von ihm. Sagst du ihm, dass du stolz bist auf ihn? Ja, jedes Mal. Ja, ja.